Moin, was geht und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Und zwar habe ich mir mal überlegt, dass ich heute ein Video mache mit 100 Fragen, die niemand fragt. Das Video habe ich eben bei Jonas gesehen und der hat das vor 5 Jahren oder so gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, mach das auch mal. So, dann kommen wir zur ersten Frage. Schläfst du mit geöffneter oder geschlossener Tür? Mit geschlossener Tür. Nimmst du Shampoos und Spülungen aus den Hotels mit? Nein. Schläfst du mit deinen Jalousien oben oder runter? Ich habe Gardinen und sie sind immer zu. Hast du jemals ein Straßenschild gestohlen? Nein. Magst du es, Post-its zu benutzen? Nein. Schneidest du Coupons aus, ohne sie dann aber jemals zu benutzen? Ich glaube, das hat jeder irgendwie schon mal gemacht, also ja. Würdest du lieber von einem Bären oder einem Schwarm Bienen attackiert werden? Ich denke von einem Bären. Hast du Sommersprossen? Im Winter nicht, aber im Sommer ja ein paar. Lachst du immer bei Bildern? Nein, nicht immer. Was ist die größte Sache, die du nicht abkannst? Die größte Sache, die ich nicht abkann, ist, wenn irgendjemand hinter meinem Rücken redet und ich denke natürlich an gar keine Leute. Zählst du manchmal deine Schritte beim Gehen? Nein. Hast du jemals im Wald gepisst? Ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie gemacht, also ja. Hast du jemals im Wald gekackt? Nein, also nicht, dass ich mich erinnere. Tanzst du manchmal auch, wenn keine Musik läuft? Ja. Kaufst du auf deinen Stiften? Jetzt nicht mehr, aber früher habe ich das schon auch mal gesagt. Mit wie vielen Leuten hast du diese Woche geschlafen? Ein, mit meinem Freund natürlich. Welche Größe hat dein Bett? 1,40 mal 2, glaube ich. So sicher bin ich mir da jetzt aber gerade auch nicht mehr. Kann auch 1,60 sein. Was ist dein Song der Woche? Den blende ich euch jetzt mal ein. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my. Ja. Findest du es okay, wenn Jungs pink tragen? Ja, ich meine, wer hat noch keinen Jungen gesehen, der heutzutage kein pink trägt? Ich glaube, das macht irgendwie jeder mittlerweile. Schaust du immer noch Zeichentrickfilme? Ja, Bambi. Absoluter Klassiker. Was ist dein allerliebster Film? Da habe ich leider keinen, also ja. Wo würdest du einen verborgenen Schatz vergraben, wenn du einen hättest? Ja, Leute. Meint ihr, ich würde euch jetzt erzählen, wo ich einen verborgenen Schatz vergraben würde? Nein, das werde ich definitiv nicht tun, weil dann wüsstest du, wo ich meinen Schatz begrabe oder wo ich ihn verstecken würde. Also, na, so dumm bin ich auch nicht. Was trinkst du zum Abendessen? Das ist immer ganz unterschiedlich. Mein Tee, mein Wasser, meine Limo oder so. Also, ich bin da flexibel. Wo dippst du deine Chicken Nuggets? In Süß-Sauersoße natürlich. Welche Filme kannst du immer und immer wieder anschauen und liebst sie trotzdem? Kurzfilme, die sind immer ziemlich kurz und ja. Wir planen auch selber irgendwelche zu machen und ja. Schaut doch gerne mal auf Fabians Kanal vorbei, hier in der Infobeschreibung. Lost Place Buddy. Letzte Person, die du geküsst hast und die dich geküsst hat. Mein Freund, warst du jemals ein Pfadfinder? Nein. Würdest du jemals nackt in einer Zeitschrift posen? Nein. Wann war das letzte Mal, dass du jemanden einen Brief auf Papier geschrieben hast? Das war vor ca. 2 bis 3 Jahren. Da habe ich einer guten Freundin Briefe geschrieben, weil da war ich etwas weiter weg. Und ja, Grüße gehen raus. Ne? Kannst du ein Auto voll tanken? Ja. Hast du jemals einen Strafzettel bekommen? Nein, habe ich noch nicht. Ist dir jemals der Tank mitten auf der Fahrt ausgegangen? Nein. Lieblingssandwich? Sandwich Toast von diesen Sandwich Makern. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, da macht ihr halt so Sandwich und dann macht man da so einen Toast und dann wird das halt so geröstet. Wann gehst du normalerweise zu Bett? Normalerweise so zwischen 11 und 12. Jetzt zur Zeit ist es anders, weil meine Kinder wollen nicht schlafen und dann brauche ich auch nicht schlafen, ne? Bist du faul? Nein. Als du ein Kind warst, als was hast du dich verkleidet zu Halloween?
als Hexe, da hatte ich immer so einen Hexenhut und dann hatte ich so lila eine Hase. Was ist dein chinesisches Sternzeichen? Das habe ich gerade gegoogelt und ich bin laut dem chinesischen Horoskop ein Tiger. Wie viele Sprachen kannst du sprechen? Deutsch und Englisch, also 2. Hast du irgendeine Zeitschrift abonniert? Nein, habe ich nicht. Was findest du besser, Legos oder Dominosteine? Wenn ich mich entscheiden müsste, Legos. Bist du stur? Ich würde jetzt mal ganz stumpf behaupten, ja. Wer ist besser, Thomas Gottschalk oder Markus Lanz? Thomas Gottschalk, weil wer Markus Lanz ist, kenne ich leider nicht. Hast du jemals eine Seifenoper gesehen? Ja, habe ich. Für die Leute, die es nicht wissen, GZSZ, also Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ist eine Seifenoper. Die gucke ich jetzt schon seit ich 8 oder 9 bin und ja. Hast du Höhenangst? Nein. Singst du im Auto? Ja. Singst du unter der Dusche? Manchmal. Tanzt du im Auto? Also wenn es jetzt so ist zum Beispiel, dann ja. Ansonsten wüsste ich nicht, wie man das anstellen kann. Letztes Mal, als du ein Porträt bei einem Fotograf gemacht hast, das war vor circa 9 Monaten, da habe ich halt Fotos für meinen Führerschein gemacht. Denkst du, Musicals sind kitschig? Nein. Findest du, Weihnachten ist stressig? Nein. Also es kommt halt drauf an, wo und bei wem man feiert. Wenn wir jetzt zu Hause feiern würden, dann würde ich sagen ja, aber wenn wir jetzt bei Familien wohnen, eher nein, weil dann habe ich nicht die ganze Arbeit. Lieblingsobstkuchen? Erdbeer- oder Pflaumenkuchen? Berufe, die du als Kind werden wolltest? Also ich wollte Tierärztin werden oder Polizistin? Glaubst du an Geister? Ja, das ist jetzt etwas ganz Creepiges, weil auf der einen Seite ja, es gibt so Momente, wo man so denkt, anders kann ich es mir nicht erklären. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, nein. Also falls ihr wisst, was ich meine. Ja. Hattest du jemals ein Déjà-vu? Ja. Nimmst du täglich Vitamine zu dir? Also ich nehme jetzt keine Kapseln, aber halt durch Nahrungsaufnahme. Trägst du Hausschuhe? Ja, falls ihr sie sehen wollt. Ich trage so welche, also Schlappen halt, ne? Trägst du einen Bademantel? Nein. Was trägst du zum Schlafen? Meistens eine kurze Hose und einen Top. Und ja. Erstes Konzert. Das war damals Luca Henny, als er bei DSDS gewonnen hat. Da war ich auf einem Konzert von ihm und das war mein erstes Konzert. Aber ich war bisher auch nur auf 2 Konzerten. Lidl, Aldi oder Kaufland? Ich würde eher sagen Lidl. Die haben halt ziemlich viel Auswahl. Nike oder Adidas? Adidas. Chips oder Flips? Chips. Erdnüsse oder Sonnenblumenkerne? Dann finde ich eher Sonnenblumenkerne besser. Hast du jemals von der Gruppe Trees Bean gehört? Nein. Hattest du jemals Tanzunterricht? Nein. Welchen Beruf soll dein zukünftiger Ehepartner haben? Das ist mir eigentlich relativ egal, solange er glücklich damit ist. Kannst du deine Zunge rollen? Ja. Hast du jemals einen Buchstabierwettbewerb gewonnen? Nein, ich habe auch noch nie bei einem mitgemacht. Hast du jemals vor Freude geweint? Ja. Besitzt du irgendwelche aufgenommenen Alben? Nicht, dass ich wüsste. Also, ich hatte mal welche, aber jetzt glaube ich nicht mehr. Hast du ein Aufnahmegerät? Ja. Warst du jemals verliebt? Ja. Wen würdest du gerne mal auf einem Konzert sehen? Also, ich glaube, dann würde ich lieber nochmal zu Justin Bieber gehen. Tee oder Kaffee? Eher Kaffee. Heißen oder kalten Tee? Heiß. Gummibärchen oder Schokolade? Schokolade. Kannst du gut schwimmen? Ja.
Kannst du die Luft anhalten, ohne die Nase zuzuhalten? Ja. Bist du geduldig? Es kommt drauf an. DJ oder Band auf deiner Hochzeit? Ich glaube eher ein DJ. Hast du jemals einen Wettbewerb gewonnen? Ich habe jetzt noch nicht bei so vielen Wettbewerben mitgemacht, also nein. Hattest du jemals eine Schönheitsoperation? Nein. Welche Oliven sind besser, die grünen oder schwarzen? Gar keine. Ich mag die nicht. Kannst du stricken oder häkeln? Ja, ich kann beides. Bester Platz für einen Kamin? Im Wohnzimmer. Willst du mal heiraten? Ja, klar. In wen warst du in der Schule verknallt? In gar keinen aus meiner Schule. Weinst oder bekommst du Wutanfälle, bis du deinen Willen bekommst? Nein. Hast du Kinder? Ja. Willst du Kinder? Ja, ich habe welche. Was ist deine Lieblingsfarbe? Lila. Etwas, was dir in der Schule passiert ist? Ja, keine Ahnung. Vermisst du irgendwen gerade? Nein, weil alle meine Liebsten bei mir zu Hause hier sind. Ja. So Leute, das war jetzt die allerletzte Frage. Das waren jetzt insgesamt 100 Fragen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Außerdem könnt ihr gerne mal bei Lost Place Buddy vorbeischauen. Wie gesagt, der ist unten in der Infobox verlinkt. Und ich verlinke euch auch nochmal das Video von Jonas, falls ihr das auch nochmal sehen wollt. Und ja, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao!